Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu meiner eigenen Plus Size Fashion Week. Ich habe mir überlegt, ich werde diese Woche mal ausnutzen. Und zwar habe ich mittlerweile mitbekommen, dass diese Woche ja irgendwie gefühlt in der Beauty- und Fashion-Szene die Hölle los ist. Es sind überall Fashion Weeks, es sind Beauty Weeks, es sind ich weiß nicht was alles. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir doch neue Klamotten bestellt und ich habe sie euch teilweise auf Instagram schon gezeigt. Also einige, die von Instagram jetzt hier mit auf YouTube reinschauen, die werden natürlich gerade heute die Teile schon kennen, aber es folgt noch mehr. Ich habe hier einiges bestellt und das werde ich euch jetzt jeden Tag vorstellen. Das heißt, es wird jeden Tag ein Outfit oder maximal zwei geben, je nachdem, wie ich das kombiniere. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, wir machen mal eine Übergrößen, also Plus Size Fashion Week davon. Und zwar meine eigene mit meinen eigenen Klamotten. Und heute habe ich mir gedacht, legen wir mal mit dem los, was ich mir bei Bonprix bestellt habe. Die anderen Teile kommen dann die nächsten Tage. Es werden auch neue Schuhe dabei sein und alles. Also wie gesagt, einige werden es schon kennen. Aber ich werde heute erstmal mit zwei Sets starten, die ich euch unbedingt zeigen möchte, die ich richtig cool finde. Und morgen geht es dann weiter und Mittwoch und Donnerstag und Freitag. Das heißt, wir haben jetzt eine gesamte Woche von 5 Tagen, wo ich jeden Tag ein bis zwei Outfits zeige mit verschiedenen Schuhen, was ich so trage, gerade jetzt zu dem Herbst, ne, was so Herbstkombis jetzt sind. Und ja, ich freue mich drauf. Ich finde das eigentlich ganz cool. Dann habe ich mal meine eigene Plus Size Fashion Week, okay? Also, wir werden jetzt einfach mal loslegen. Ich werde euch auch ganz am Ende mein Make-up mit abfilmen. Das heißt also nicht, wie ich es auftrage, aber ich werde euch die Produkte ganz kurz zeigen, damit ihr wisst, was ich immer auf meinem Gesicht habe, okay? Weil morgen könnten es vielleicht schon wieder andere Produkte sein. Heute habe ich einfach mal so die Farben angenommen, die ich heute anziehe, wo ich glaube, die passen ganz gut. Natürlich passt auch immer was ganz anderes. Jeder hat einen anderen Geschmack. Aber auf alle Fälle möchte ich euch heute mal meine neue Mode vorstellen, die ich vom Bonprix bestellt habe. Es geht um zwei Kleider und es geht um ein paar Stiefel und es geht auch um Strümpfe, also vielmehr Strumpfhosen. Auch innerhalb dieser Plus Size Fashion Week werdet ihr mehrere Strumpfhosen von mir kennenlernen, verschiedene Farben. Ich habe wieder nachbestellt bei Snacktide und auch die Strümpfe oder Strumpfhosen werde ich euch zeigen. Und vielleicht könnt ihr ja ein paar Inspirationen daraus nehmen. Und ich wünsche euch somit viel Spaß in dieser Woche bei mir hier auf meinem Kanal. Und ich freue mich über ein Feedback. Lasst mir einfach einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Wäre natürlich schön. Oder schreibt mir ganz viele Kommentare. Darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Schreibt mir ganz viele Kommentare unten rein. Ich versuche sie zu beantworten. Also, wir legen heute los und wir starten mal. So, meine Lieben, leider muss ich in Zukunft alleine filmen. Mein Sohn hat immer sehr lange Schule und am Wochenende keine Zeit mehr, um Mama die Fashion-Videos abzudrehen. Also muss ich sie selber im Spiegel abdrehen. Ich habe mir überlegt, wir machen das hier unten und ich zeige euch heute erstmal das erste Kleid oder vielmehr auch zwei gibt es davon. Dieses hier ist in grün. Ich habe dasselbe nochmal in schwarz. Beides werde ich euch heute zeigen, angezogen. Und das, was für mich interessant ist, kommt noch, nämlich die Strumpfhosen und die Schuhe dazu. Denn ich wurde letztens auf Instagram gefragt, Astrid, was ziehst du denn für Schuhe dazu an? Erstmal möchte ich euch zeigen die Armlänge von diesem Kleid und natürlich hier die Raffung. Dieses Kleid ist von Bonprix. Ich werde euch unten die Artikelnummer und das Kleid mit rein verlinken in die Infobox. Da könnt ihr gerne reinschauen. Ich werde euch auch immer den Schmuck zeigen, den passenden, den ich aktuell dazu trage. Und ja, ihr könnt euch erstmal anschauen, wie das Kleid fällt. Das ist ein T-Shirt, Jersey-Kleid, möchte ich mal sagen. Es ist also ein T-Shirt-Stoff, aber ein sehr hochwertiger. Ich hatte es schon erzählt, einige werden schon wissen. Auf alle Fälle haben die Ärmel, ich weiß nicht, wie man die nennt, ich sage immer Dreiviertelärmel dazu. Ich finde das im Winter eigentlich ganz angenehm, dass die nicht ganz so kurz sind und aber natürlich nicht ganz so lang. Also ganz lang mag ich es eh nicht, weil ich shoppe meine Ärmel immer hoch. Ich weiß nicht, wer das von euch noch macht. Dann finde ich zum Beispiel super, super schön, dass dieses Kleid hier so einen Turtleneck-Kragen hat. Ich versuche euch das hier mal abzufilmen. Seht ihr das? Das ist so ein kleiner Stehkragen. Schön weich, auch weit genug. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der unbedingt so einen schlanken Hals hat und brauche also auch schon immer ein bisschen Platz.
Das finde ich auch sehr schön, weil das mag ich im Winter sehr gerne. Das heißt, das Kleid ist nicht zu dick. Man fängt da drin nicht das Schwitzen an. Es hat bei meiner Größe von 1,74 Meter, möchte ich immer gleich dazu sagen, diese Länge. Also es geht bis weit übers Knie, es geht bis zum Schienbein hier vorne. Und fällt aber super flockig leicht. Dies ist jetzt die Größe 56, also nicht 54. Ich hatte ja auch schon mal Sachen in 54 gezeigt, aber ich habe dieses Kleid in 56 genommen, weil ich es einfach schöner finde. Ja, das Ganze fällt sehr schön. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe jetzt auch passend zu diesem Kleid natürlich einen Schmuck gewählt, der so ein bisschen, was habe ich letztens gesagt zu meinem Mann, so ein bisschen irisch, ne? Irische Folklore, grüne Kleider und dieser gelbe Schmuck. Ich kann den nachher nochmal ganz zeigen. Ich werde ihn auslegen und euch dann oben zeigen. Das hänge ich dann hinten ans Video mit dran, zusammen mit dem Make-up, was ich für euch abgeschminkt habe. Aber so könnt ihr das schon mal sehen. Der Schmuck ist im Übrigen von Rossmann. Ihr wisst, ich kaufe gerne Schmuck bei Rossmann und ja, der war nicht teuer. Ich habe für die Ohrringe, glaube ich, irgendwas um die 3-4 Euro bezahlt und die Kette irgendwie 8 Euro. Und ich möchte euch auch mal sagen, auch bei Uhren bin ich nicht immer teuer. Dieses hier ist eine Uhr von dem Sonderpostenmarkt Thomas Phillips von der Marke Dunlop und die haben gekostet 5 Euro. Die habe ich in 4 oder 5 verschiedenen Farben und habe sie heute in so einem Metallic-Grün zu diesem moosgrünen Kleid mit angezogen. Und auch bei dem Rest, den möchte ich euch auch kurz zeigen. Genau, so könnt ihr das Armband besser erkennen. Das ist aus der My Little Box. Ja, auch ich trage Schmuck aus der My Little Box. Ich zeige euch das mal eben, ich muss das nur verkehrt umfilmen. Finde ich trotzdem sehr schön. Ich mag das und es muss nicht immer teuer sein bei allem, was man trägt. Ja, auch die Uhr für 5 Euro und die Kette. Also ich bin da auch immer so, dass ich sage, auch das kann schön sein. So, jetzt kommen wir zu den Strümpfen. Ich habe hier Strumpfhosen an von Snack Tights. Hier ist es die Farbe Gelb und im Übrigen ist es keine Strumpfhose. Ich ziehe jetzt mal eben meine Schuhe aus und werde euch etwas zeigen. Und ihr werdet ganz erstaunt sein. Das sind eigentlich Leggings, genau. Nur ich bin jemand, der aus Neuropathiegründen, sage ich jetzt mal so, nicht gerne Strümpfe trägt, die vorne zu sind. Ich habe immer das Gefühl, mir schlafen die Füße ein. Ich hatte letztens auf Instagram schon das Feedback bekommen, dass das noch einige kennen. Insbesondere Diabetiker werden die Problematik kennen mit diesen offenen Strümpfen, die man tragen kann. Gut, ich habe bei den Kompressionsstrümpfen welche, die sind vorne zu. Aber hier in diesem Fall habe ich mir die Leggings nicht bis zum Knöchel gezogen, sondern ich habe sie hier gelassen. Also in Stiefeln zum Beispiel im Winter gerne ohne Strümpfe rein, weil ich immer das Gefühl habe, dann bekomme ich keine kalten Füße. Natürlich gerne bei Winterfell, Lammfell gefütterten Stiefeln, so wie hier auch bei den Hausschuhen. Und jetzt werde ich euch zeigen, weil man hat mich auf Instagram gefragt und hat gesagt, ach so, was ziehst du denn zu diesem Kleid und diesen Farben für Schuhe an? Und die möchte ich euch jetzt zeigen, denn da habe ich mir was ganz Tolles bestellt. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr das schon sehen. Ich habe mir Stiefel bestellt, genau. Ich habe mir Stiefel bestellt und ich glaube, ihr könnt das auch schon sehen. Selbst wenn der Rock mal hochgeht, dann ist es wirklich so, dass es gut aussieht. Also ich mag das. Letztens schrieb mir jemand, ach so, das ist total hip im Moment, diese Farben zu kombinieren, grün und dieses Gelb. Das heißt, ich habe jetzt hier zu den grünen, moosgrünen Kleid braune Stiefel an von der Marke Shigo. Ich werde euch auch davon hinten Bilder dran setzen, dass ihr die nochmal als Aufnahme ganz dicht sehen könnt. Das heißt also als Foto sozusagen. Und hier seht ihr sie angezogen und die habe ich am Wochenende schon vorgestellt. Das heißt, ich habe zu diesem Kleid Langschaftstiefel von der Marke Shigo an und finde die super, super schön. Schaut euch das an mit dem Kleid. Ich finde das ganz toll. Die kann man anziehen in Braun. Das ist so ein Zigarrenbraun, also so ein schönes dunkles Leder. Im Übrigen ganz butterweich. Wie ihr sehen könnt, bildet das auch so Knitterfalten. Warum erzähle ich euch das? Weil, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, es gibt nichts Schlimmeres als Auto zu fahren und seinen Fuß nicht hochzubekommen zum Bremsen, zum Kuppeln, zum weiß ich nicht was, weil die Stiefel bretthart sind. Wisst ihr, was ich meine? Diese Schuhe sind butterweich, das könnt ihr schon sehen. Ich werde hier auch mal so ein bisschen hin und her gehen, das könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen.
wie schön weich die Stiefel sind. Das heißt, die geben wirklich super gut nach. Ich kann den Fuß bewegen, hier könnt ihr sehen. Ich kann ihn rauf und runter, ich kann ihn ranziehen und kann damit also auch wunderbar Auto fahren. Genau, das wollte ich euch zeigen. Das sind meine ersten Stiefel, die ich mir von Shego bestellt habe. Es folgen aber noch ein paar in den nächsten Videos. Und zwar war ich so frei und habe mir die auch noch in Schwarz bestellt. Ja, ich finde das ganz cool in Schwarz, denn ich habe ja auch ein schwarzes Kleid. Ich habe aber auch oben den Poncho zum Beispiel. Da kann ich aber gut die braunen Schuhe hierzu anziehen. Aber ich wollte sie auch unbedingt noch in Schwarz haben, weil ich finde, mit schwarzen Klamotten vielleicht sieht das auch ganz gut aus. Auf alle Fälle werde ich euch das gleich zeigen, das schwarze Kleid mit schwarzen Strümpfen und nicht mit gelben. Und dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal angucken. Schwarzes Kleid, schwarze Strümpfe, braune Stiefel. Aber wie gesagt, ich habe mir die nochmal in einem anderen Farbton bestellt, nämlich in Schwarz. So, das könnt ihr also hier schon ganz gut sehen, wie super weich die sind. Und das ist mein erstes Outfit. Das ist das erste Kleid in Grün. Und ja, ich mag die Länge. Ich mag das Material, es ist jetzt im Übergang schön warm. Man kann also auch im Winter, wenn es dann kälter wird, noch eine Strickjacke drüber anziehen. Werde ich euch dann auch noch zeigen, dass ich sage, guckt mal, man kann hier auch super eine tolle Strickjacke zu drüber anziehen. Und ja, das zeige ich euch dann, wie gesagt, immer in den anderen Videos. Und dann könnt ihr aber auch kombinieren, wie ihr wollt. Für mich war wichtig, dieses Kleid. Es liegt im Übrigen bei Bonprix bei einem Preis im Moment von ca. 22 Euro. Und ich finde, das ist ein super Preis für so ein schönes Kleid. Die Schuhe waren natürlich ein bisschen teurer. Die Schuhe liegen bei 120 Euro. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde, die sind jeden Cent wert. Guckt euch das an. Ich finde die richtig toll, auch mit dieser Schnalle da an der Seite. Und ist die richtige Absatzhöhe für mich, weil ich bin ja schon so groß. Und wenn ich jetzt noch einen Absatz hätte, wäre ich noch größer. Ne? Dann überrage ich meinen Mann. So, jetzt zeige ich euch das zweite Kleid in Schwarz. Und das dürft ihr euch dann auch gerne anschauen. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt habe ich das grüne Kleid nochmal mit den schwarzen Strümpfen an. Nur damit ihr sehen könnt, das geht natürlich auch super mit schwarzen Strümpfen, also Strumpfhosen. Ich trage ja nur Strumpfhosen, nur nochmal von Snack Tight, die in Schwarz. Das sind ganz normal diese Mikrofaser-Strumpfhosen, blickdicht, wie man sie von bekannten Marken in der Drogerie und auch im Discounter und überall bei Rewe und so bekommt. Ihr kennt die bestimmt. Nur hier eben in der super passenden Größe. Lang genug, weit genug, breit genug, hoch genug. Ich kann sie bis hier oben, Moment, ich komme da gar nicht mehr ran. Hier oben sitzen die Strumpfhosen, bis unter dem BH kann ich jetzt ziehen. Und ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich ziehe jetzt einfach mal die anderen Stiefel wieder an und ziehe das schwarze Kleid an. Im Übrigen auch so einen Schmuck kann man tragen. Und was ich euch noch zeigen wollte, es gibt so tolle Haarbänder bei DM, dass ihr die mal sehen könnt. Das habe ich mal bei DM gekauft, finde ich super, super schön. Guckt euch das mal im Zusammenhang damit an. Ich trage auch mal ein Armband oder ein Haar, als Armband ein Haarband. Sowas wollte ich euch sagen. Zeige ich euch nachher nochmal abgemacht, aufgedreht. Also finde ich super, super schön. Kann man super zu grün tragen. Und das wollte ich euch nur mal sagen. Ein bisschen Mut auch zu solchen Dingen. Passen super dazu. So, und so sieht das Ganze in Schwarz aus. Das ist das schwarze Kleid. Ich wollte es unbedingt in beiden Farben haben. Ich hatte es mir natürlich erstmal zur Auswahl bestellt. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich, als ich sie bestellt habe, ob ich diese Kleider behalten möchte. Und ich hatte sie irgendwie in grün genommen oder eins in grün, eins in schwarz und habe mir gedacht, komm, probier es doch mal aus. Und wie gesagt, ich warte noch darauf, die kommen heute in schwarz. Und deswegen, ich habe das Kleid in schwarz und in grün. Passe dann natürlich meinen Schmuck immer an. Trotzdem kann man im Prinzip hier das grüne Armband umlassen. Ich würde es jetzt aber wahrscheinlich nicht machen. Ich würde mir was Passendes suchen hier zu meiner Kette. So einen silbernen Ralf oder so habe ich oben auch. Wenn ihr Lust mal wieder habt auf ein Schmuckvideo, sagt Bescheid. Oder auch auf ein Taschenvideo. Ich zeige euch nämlich jetzt auch mal eine ganz süße kleine Tasche dazu, die ich mir bei H&M bestellt habe, weil Kleider sind ja jetzt von Bonprix gewesen. Und die Tasche kommt jetzt von H&M. So, das ist die Tasche von H&M. Ich fahre euch mal ein bisschen näher ran. Das ist eigentlich eine Handytasche. Die habe ich mir auch dafür gekauft. Die habe ich bisher auch immer mitgenommen, wenn ich gefahren bin und habe nur mein Handy mitgenommen, weil ich schnell mal irgendwo hin möchte. Es passt auch noch ein kleines Portemonnaie mit rein. Ich finde diese Tasche super, super schön.
und habe sie mir extra so dafür bestellt für ja, schwarze Jacken, ne, oder sowas halt. Also halt, was zum Schwarzen passt. Ne. Ich habe zu diesem schwarzen Kleid auch große Taschen. Wenn ihr mal Lust habt auf ein neues Taschenvideo, drehe ich das natürlich auch gerne ab. Sagt es mir einfach, schreibt es mir drunter. Und dafür habe ich mir das halt gekauft. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann kann ich auch mal zu dem schwarzen Kleid die schwarzen Stiefel anziehen. Ich kann aber auch genauso gut zu einem grünen Kleid ganz toll schwarze Sachen anziehen. Schwarze Stiefel, schwarze Handtasche. Ich habe noch eine ganz coole Strickjacke. Und die zeige ich euch auch noch, die ziehe ich dann nochmal über und ja, das kann man super gut zusammen anziehen. Das würde ich euch vielleicht nochmal zeigen, wenn die schwarzen Stiefel da sind, dass ich euch das grüne Kleid dann nochmal vielleicht am Ende der Woche zeige mit den schwarzen Stiefeln und einer schwarzen Strickjacke. Ansonsten ja, werde ich vielleicht demnächst nochmal was abdrehen, was ziehe ich für Jacken an. Das kann ich natürlich auch machen, dass ich dann einfach nochmal ein paar Outfits zeige, mit welchen Jacken ich sie trage. Und heute in dieser Woche zeige ich euch erstmal das, was ich neu bestellt habe zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel so getragen, finde ich total schön. Ich werde jetzt hochgehen und das Ganze mal für euch auf einen Bügel hängen und dann könnt ihr euch das Ganze noch mal auf einem Bügel angucken und sehen, wie dann die Klamotten so aussehen. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch das Ganze hier noch mal aufgehängt, dass ihr das beieinander sehen könnt. Beide nebeneinander. Und jetzt gehe ich mit euch mal ein bisschen dichter an, dass ihr das sehen könnt. Also, in diesem Fall habe ich hier diese Handtasche von H&M. So sieht die von innen aus. Ich halte mal eben rein. Die ist also auch total schön. Passt auch gut mit der Kette. Und jetzt wisst ihr auch, schwarze Strümpfe. Ihr könnt natürlich auch locker das ganze Schwarze mit den gelben Strümpfen anziehen. Ne? Also das geht auch. Schwarz und Gelb sieht auch gut aus. Und jetzt habe ich hier das halt nur hingehängt mit dem grünen Kleid und den gelben Strümpfen oder vielmehr Leggings. Das sind jetzt keine Strumpfhosen mehr, sondern das sind ja Leggings, die sind unten offen. Eine super schöne, stretchige Qualität, da passt wirklich jeder rein. Da müsst ihr bei Snack Tights mal auf die Seite gehen, die haben eine Größentabelle. Da könnt ihr eingeben, ob ihr derjenige seid mit einer Sanduhrenfigur oder mehr der so Bauch hat und Po, aber dafür schmaler. Ihr könnt die Körpergröße angeben und das geht alles in einer Tabelle und dann ergibt sich dadurch ein Buchstabe. Ich habe den G. Und ich bestelle immer Größe G, das ist für 1 Meter, weiß ich nicht, bis 1,80 Meter oder so, von 1,74 oder 1,70, ich weiß es nicht, diese Strumpfhosen. Und die habe ich ja schon in allen möglichen Farben. Die zeige ich euch dann am Ende des Videos, also in der Woche. Hier habe ich nochmal das Haarband drum gemacht in grün, damit ihr nochmal richtig sehen könnt, was das für eine grüne Farbe ist. Und das sind die beiden Kleider. Ja, so um die roundabout 20, 22 Euro habe ich bezahlt. Ich werde euch unten das in die Infobox setzen und da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Stiefel. So, hier habe ich euch die Stiefel hingestellt, damit ihr die mal sehen könnt. Und zwar werde ich die auch nochmal hinstellen, damit ihr vielleicht von hinten sehen könnt, dass die so einen Gummizug eingearbeitet haben. So, ich glaube, das könnt ihr jetzt ganz gut erkennen. Ne? Einmal von außen und einmal von innen. Außen geht eine Ledernaht lang, also so ein eingesetztes Stückchen Leder. Und so ist es von Namen, ihr könnt das nochmal gut sehen. Von innen sind sie nicht mit Fell gefüttert, sondern mit diesem typischen Nylonfutter. Genau so, ich krempel die mal um. So, ich glaube, so könnt ihr sie ganz gut erkennen, mit einem langen Reißverschluss. Innen mit diesem, ja, Nylonfutter halt, ne? Innen drin liegt nicht weiter eine Sohle. Ich habe mir eine reingelegt. Ich bin der Meinung von DM. Das sind diese Ledersohlen. Die habe ich mir genommen. Das mache ich aber ganz oft in Schuhen, dass ich mir dann noch eine extra Sohle so reinlege. Finde ich weitaus bequemer. Dieser Gummizug, der lässt sich wirklich, könnt ihr das sehen, kann man richtig schön ziehen. Und wie gesagt, von da sehen sie so aus. Das ist im Übrigen Weitschaft XXL. Es gibt auch XL und hier ist es die Größe 40. Weitschaft XXL und da steht sogar die Artikelnummer. Seht ihr? So sehen die aus. Ein wunderschönes Leder, auch von vorne. Könnt ihr vielleicht mal so sehen. Super verarbeitet, finde ich. Ganz weich, guter weiches Leder. Wirklich sehr, sehr schön. Guckt mal, ganz knautschig. Und damit kann man auch Auto fahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so Schuhe hat, wo man nicht mal das Gaspedal oder irgendwas drücken kann, ohne dass man den ganzen Fuß anheben muss. Und hier kann man wirklich die Füße super schön drin bewegen. Ja, das sind die Stiefel. Somit habe ich euch alles heute gezeigt.
Bleibt noch kurz dran. Ich hänge noch was hinten dran, mit was ich mich geschminkt habe heute. Und dann ist das heute der erste Tag von meiner Plus Size Fashion Week. Die geht bis Freitag und da könnt ihr euch jeden Tag einen neuen Look anschauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, wenn ihr mögt, könnt ihr wieder einschalten. Also, macht's gut. Ciao.